Zerstörte Haltestelle. In der Bahnhofstraße wurde gestern an einer Haltestelle randaliert. Dabei haben die Täter 3 Scheiben zerschlagen und sind geflüchtet. Nach ihnen wird derzeit noch gesucht. Die Räumungsarbeiten liefen bereits, Eigentümer ist aber nicht Cottbusverkehr, sondern die Deutsche Plakatwerbung GmbH und Co. KG. Pro Jahr werden in Cottbus schätzungsweise weniger als 15 Haltestellen beschädigt. Schmierereien sind dabei nicht erfasst. Kaufkraft kommt aus Cottbus. Nur wenige Leute aus dem Cottbuser Umland kommen zum Einkaufen in die Innenstadt. Das zeigt die aktuelle Studie des Kölner Instituts für Handelsforschung. Daraus ergibt sich, dass nur 17% der Besucher von außerhalb kommen, 83% sind aus Cottbus selbst. Das ist ein vergleichsweise schlechter Wert. Andere Oberzentren haben mit bis zu 38% der Besucher aus dem Umland deutlich besser abgeschnitten. Die Zeit rennt. Das Voting für den Cottbusser des Jahres läuft. 12 Cottbusserinnen und Cottbusser stehen zur Auswahl. Abstimmen kann man unter wochenkurier.info. Votingschluss ist der 21. Februar. Der Sieger bekommt eine Glaspyramide und ein Preisgeld in Höhe von 1.000 Euro.